Hi ihr Lieben, wie ihr schon gemerkt habt, nach längerer Pause bin ich wieder zurück. Ich bin zwar noch nicht ganz gesund, aber es hält sich in Grenze, also es ist bergauf. So, heute möchte ich euch was vorstellen, und zwar habe ich von der Firma L'Oreal was geschickt gekriegt, was so richtig Tolles. Und zwar handelt es sich um mein Perfect Match. Und zwar ist das Ganze neue Make-up-Sorte. Und zwar dreht es um 9 verschiedene Nuancen, die sich jedem Hautton anpassen sollen. Ich persönlich habe geschickt, also wenn man sich dort anmeldet tut und den Hautton aussucht, ja, dann wird man verschiedene Fragen gestellt, zum Beispiel wie der Unterton ist, ob man die Adern durch die Haut sieht, also und was nach welcher Farbe es schimmert tut, also ob man eher kühler Hautton hat oder eher warmer. Für mich habe ich geschickt gekriegt, und zwar von Perfect Match. Und zwar einmal der Ton Golden Amber. Das ist der hier. Das ist auch so ein bisschen einer von den dunkleren Tönen. Und dann habe ich geschickt gekriegt, einmal den Ton Golden Sand, welcher mir sehr, sehr gut gefällt. So, ich lese euch gerade ganz kurz was vor, dass man wisse, um was es geht. Und zwar steht da, Perfect Match Make-up passt sich Farbe und Struktur der Haut an. Zu kurz und knapp passt sich der Haut perfekt an, orientiert sich am Hautton und am Hautunterton. Das ist das, was ich euch gesagt habe mit den Adern, ob man die durchsieht, ob die man eher helle Haut hat, ob man eher zu kühlere Töne neigt. So. Glättet und erfrischt das Hautbild. Vereint 4 Produkte in einem. Concealer, Primer, Puder und Foundation. Spendet 24 Stunden lang Feuchtigkeit. Verringert Hautunebenheiten. Die Serie umfasst 9 Nuancen. Zu Perfect Match Produktlinie gehören außerdem Perfect Match Puder, Touch Makeup Highlighter, Concealer, Perfect Match Concealer und Perfect Match Rouge. Das kleine hier, wo sehr, sehr ergiebig ist, ist zum Preis von 11,99 € erhältlich. Und die Perfect Match Nuancen sind einmal Linen, Vanilla, Vanilla Rose, Rose Beige, Creamy Beige, Golden Beige, normales Beige, Golden Sand und Golden Amber. Ich zeige es euch doch gerade mal kurz. So. Also ich bin hier hingegangen, was ich bei jedem Make-up mache. Ich gehe und trage erst so feuchtigkeitsspendende Creme auf. Also ganz normale Pflegecreme, wo halt der Haut auch ein bisschen Feuchtigkeit gibt. So, heute möchte ich euch den da zeigen, und zwar ist das der Golden Sand. Ich drehe es gerade mal kurz da auf, dass man es sieht. Also es ist wirklich sehr, sehr ergiebig. Ich mache es jetzt gerade mal auf die Hand drücken. Im Moment sieht man noch sehr den Unterschied, aber wenn man es so ein bisschen verreibt, merkt man immer mehr, es passt sich wirklich im Hautton gut an. Und was halt auch ganz toll ist, es sieht hinterher nicht aus, als hätte man irgendeinen Maske-Effekt oder ja, also das ganze ungewollte, ungewünschte Blatt einfach weg, sage ich jetzt halt mal. Von der Farbe her ist es so, dass man sich halt entscheiden muss, oder entscheiden kann. Da gibt es also kleine Entscheidungshilfe. Sag ich jetzt mal. Und zwar steht da drin, dass die Shade Genius App, wo man gratis auf Smartphone laden kann, von L'Oreal, gibt dann halt immer so Produktvorschläge, was jetzt halt zu einem selber passen sollte, was halt ja auf einem zutrifft. Ich mache das Ganze jetzt mal ins Gesicht, dass man sehen, wie das Ganze aussieht. Was ich halt auch ganz toll finde vom Geruch her, es riecht nicht schrecklich oder es hat nicht so den typischen Make-up-Geruch, wo
Ja, also ich persönlich finde manche Make-ups wirklich grauenvoll. Von L'Oréal, das Make-up, das riecht wirklich gut, fast sogar neutral. Es fühlt sich sehr, sehr toll auf der Haut an. Und es ist so, dass man jetzt halt nicht sagen kann, es wird unangenehm riechen oder so. Das ist absolut gar nicht. So, ich trage das Ganze jetzt mit der Hand auf. Da ich momentan nicht großer Fan von irgendwelchen Make-up-Schwämmen oder so bin. Und ich denke, mit dem Finger kann man es dann doch ein bisschen besser verteile halt. So, wie wir sehen, was ich so toll finde, es gibt auch keine ekelhafte Grenze, so dass man nicht jetzt aussieht, wie wenn man sich zugekleistert hätte von oben bis unten. Es wirkt sehr, sehr natürlich. Was ich absolut klasse finde, weil man möchte hier nicht aussehen wie ein Clown oder wie so halber Pumuckl. Und ich finde es halt einfach nicht schön, wenn man jetzt halt weggeht tut und irgendwelche entweder Make-up-Grenze hat, wo richtig unschön aussehen. Oder der Farbton gar nicht zu einem passt, sodass man hingeht und erschrecken tut von seinem eigenen Spiegelbild. Das muss nicht sein. So, ich habe das Ganze jetzt halt aufgetragen. Wie gesagt, das war jetzt der Ton Golden Sand. Da noch ein bisschen sauber. Das kann man hinterher dann ja ruckzuck abwaschen, also es ist sehr gut verpackt. So, also wie gesagt, es kaschiert Unreinheiten. Man sieht nicht aus wie angemalt, was ich perfekt finde. Wenn man da dann jetzt halt noch ein bisschen Lidstrich dran, ein bisschen Mascara auf Draht, Lippenstift oder nur Labello oder irgendwas in der Richtung. Dann ist man hübsch für das Ganze da und man sieht echt nicht angemalt aus. Und vor allem, es ist ein richtig tolles Gefühl auf der Haut. Es klebt nicht. Man hat auch kein Glänzen in die Haut. Man sieht nicht speckig aus damit. Es macht wirklich ein sehr, sehr tolles Hautbild. Also mich hat es Perfect Match von L'Oréal. Das da. Wirklich absolut überzeugt. Ich trage sehr, sehr gern auf. In der letzten Zeit ist es so mein Favorit war an Lieblings-Make-ups. Und ich denke, dass ja, ich mein Perfect Match gefunden habe. Gut, aller dann. Tschüss, ihr Liebe. Bis zum nächsten Mal.